hat mir bald nicht getan, muss ich auch sagen, Herr Staatsminister. Gestern würde ich heute müssen, noch hinterstellen an den geringen Katechismus bieten. Das ist sicher auch für euch nicht immer einfach gewesen. Aber gut, das ist ja erwischt. Aber ich will aber hier ganz klar, weil das nicht tags genug gemacht in der Gesellschaft, mich kritisch auseinandersetzen mit der Politik von den Geringen. Weil ich komme nicht mehr als Weltretter, als Gutmenschen, als Besserwisser. Nein, das sind sie nicht. Sie sind mal erstens eine Partei, die systematisch Politik mit der Angst von den Leuten macht. Welt verbrennt. Ja. Lauter, ein Katastrophenszenario um anderen. Das als Politik von den Geringen. Ein Katastrophenszenario, wenn ein Platz der Leute Vertrauen zu gehen an Politik. Etwas Positives zu suchen, rational Politik zu feiern, geht sie total emotionalisiert, bewusst für zu manipulieren. Bewusst für zu manipulieren. Wir sehen das ja all der. Weißt du, ich will ich ganz klar suchen. Und das basiert sich auf einer ganzen Reihe Tüten, die auch hier im Land von Lützebäuer gemerkt sind, eine Dekarbonisierung von der Ökonomie oder vom Land allgemein, auch nicht ökonomische Sektoren. Eine Dekarbonisierung ist nicht mehr ganz los möglich, wenn man das Land nicht viel Futti mehr, weil wir sind auch hier eine Konkurrenz zu anderen Staaten. Wisst ihr, für ein Ziel zu erreichen, die massive Reduzierung bis 2050 vom Europaparlament, die mehr, die 55 Jahre, dann direkt 60, minus 60, wenn man das machen will, dann müsste die Ökonomie pro Jahr um ungefähr 3% schrumpfen. Aber das heißt, was das heißt, das sehen wir nur bei der Covid-Krise. Es heißt Arbeitslosigkeit, es heißt schreckliche soziale Umwälzungen. Ihr Modell geht nicht, es funktioniert nicht. Es ist auch moralisch nicht vertretbar. Wisst ihr, die schickt Leute auf die Straße, die jungen Leute Fridays for Future, für zu demonstrieren, die besten Absichten haben. Es ist fantastisch, wie sie sich ansetzen. Wir haben in ihrer Politik also nicht Fridays for Future, aber das sind Demonstrationen für No Future, für die jungen Leute. Und so sind wir nicht d'accord. Wir hätten gerne, dass die jungen Leute von mir eine ökonomische Perspektive und dafür denken wir konsequent bei der ADR, die Umweltpolitik mit der Ökonomie, die Umweltpolitik mit der Industrie, für das wir eben die Sektoren nicht futti machen, von den Zukunft von den jungen Leuten von mir aufhängt. Wir haben auch eine Zensur für den Minister Turmes. Das ist schön, Madame Diesburg, also dort, für drüber den Minister Turmes durch, hat einen Blick gehofft, gegen hier bleiben. Für ihn können Sie so fertig von seiner Energiepolitik halten. Wisst ihr, die hat einfach keine Sicherheit, die ihr da ist, könnt an der Energieversorgung offerieren. Die Politik von den Geringen gibt an der Energiepolitik keine Sicherheit und das ist eng von den sichersten Sachen, von den wichtigsten Sachen, die man in der Ökonomie und an der Gesellschaft braucht. Die erneuerbare Energie, und heute zitiere ich Herr Staatsminister, nicht direkt, aber gleich. Die erneuerbare Energie ist teuer, sie ist volatil, das heißt nicht zuverlässig per Essence, sie ist stark subventioniert, aber sie deckt, und das ist der wichtige Punkt, und das geht dann in Diskussionen, die gesagt, sie deckt den Lützebäuer Strombedarf. Strombedarf mal nicht einer Form von Energie, nehmen zu ein paar Prozent. Die hat gestern erhört gesagt, 200.000 Leute, die mit Wand an Solarenergie versorgt. Wisst ihr, wenn keine Wand bläst, da sind nicht 200.000 Leute, da sind null. Wenn die Sonne schenkt, da sind nicht 200.000 Leute, da sind null. Null. Und das ist einfach der Unterschied, wisst ihr, am dafür so mir. Und das ist einfach vorrecht. Und du hast keinen hier bannen. Keinen, den ehrlich, also keinen, den als jemand könnte konträr beweisen, dass solange wir volatil Alternativenergie wollen propagieren, können wir nicht gleichzeitig auf Fossilenergien und auf Nuklearenergie verzichten, weil es einfach nicht geht. Das ist vorrecht. Und die hätten wir auch gerne, dass man die politische Diskussion rabringen, weil die ändert einfach auch die Mentalität, also geht als Realismus. Er recht